Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Police Simulator. Der Pat, aber so Pepe, bei den Patrol Officers natürlich. Und wir machen heute weiter in Chester. So, wir haben unser Ziel ist es, 5 Schichten in einer Woche zu schaffen. Dann hätten wir noch einen Shuttle. Ich glaube, wir sind doch nicht ganz. Ich glaube, wenn wir heute durch sind. Ja, sind wir eigentlich nicht. Wir dürfen keinen Urlaub nehmen. Wir haben Urlaub genommen. Das ist das Problem. Dann dürften wir tatsächlich. So. Es sind etliche Anrufe wegen des Parkplatzes reingekommen. Officer, können Sie das im Auge behalten? Ich kann das übernehmen. Ja. Gut, schauen wir mal. Warum stehst du hier eigentlich im Auto mittendrin? Vor dir hat das Auto erstmal ein abgelaufenes Kennzeichen. So. Das ist nur zufällig jetzt gerade gewesen, dass ich das gesehen habe, weil ich dachte mir, oh, der Typ, der steht hier gerade in dem Auto drin, wollte mir das eigentlich mal gerade ein bisschen genauer angucken. Und genauso wie du hast ja auch ein abgelaufenes Kennzeichen, mein Freund, du hast nämlich gar keine Plakette mehr drauf. So, damit ist er raus, ist der Nummer. Können ihn nicht abschleppen, weil dann der Streiber allerdings sagt, der Abschleppen sagt, nee, ist nicht. Aber wir haben ja ein neues Vergehen freigeschaltet und zwar Graffiti-Sprayer. Mal schauen, ob wir da irgendwie was heute erwischen. Du warst auch wieder. Nee, die abgelaufene Parkuhr hat er. Wir müssen jetzt gerade mal ein bisschen durch die Gegend gehen. Vielleicht erwischen wir heute noch mal ein. Du hast eigentlich aber auch bei Rot. Warte mal kurz, mein Freund. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Unerlaubte Straße. Ich halte Sie fest, weil Sie unerlaubt die Straße überquert haben. Ich habe auf halbem Weg mein Handy verloren und bin zurück, um es zu holen, ehe es plattgefahren wird. Okay. Na dann. Tschüss. Sie können weiterfahren. Auf Wiedersehen. Naja, bei Rot. Die sind alle so komisch verdächtig, ne? Der hier genauso. Komischerweise. Weil hier bei den Typen stehen jetzt gerade mehrere hier, habe ich schon, ist mir aufgefallen. Das sind vermutlich diese Graffiti-Sprayer. Aber ich glaube, wir müssen so. Müssen sie auf frischer Tat ertappen. Ja. Wir müssen die Jungs auf frischer Tat. Da stehen mehr, wie gesagt, schon mehrere Typen einfach so ein bisschen in der Ecke rum. Ich glaube. Den kriege ich nicht mehr. Der hört sich nämlich arg. Warte mal, krieg ich den? Doch, den kriege ich noch. Den kriege ich noch. Das Auto hört sich nämlich arg klar. Hey, fahren Sie rechts ran, ich möchte mit Ihnen sprechen. Hey, fahren Sie rechts ran, ich möchte mit Ihnen sprechen. So. Ich hoffe, dass die jetzt. So, bist du jetzt weiter oder fährst du jetzt weiter? Ich will dich gerne mal kontrollieren, weil dein Auto hat sich wieder verloren. Hallo. Hey, fahren Sie rechts ran, ich möchte mit Ihnen sprechen. Hi. Hallo zurück. Ja, ich würde sagen, dass die natürlich mal grün hat, damit die rüber kann.
Ich hoffe, dass sie jetzt mit mir anhält. Ja, geht's jetzt, glaube ich, auch. Genau. Ja, ihr Auto hört sich ein bisschen arg laut an. Das werde ich jetzt natürlich mal untersuchen eben kurz. Fahrzeug. Der Motor ist viel sie zu laut. Sie werden wegen Führens eines übermäßig lauten Fahrzeugs festgehalten. Klar, okay. Dann bin ich eben schuldig. Was bist du für eine? So, machen wir mal verschuldete Strafwerfer erstmal wegen dem Fahrzeug. Wegen dem Motor. Ich werde Ihnen einen Strafzettel wegen Führens eines übermäßig lauten Fahrzeugs ausstellen. Das macht knapp 100 Dollar. Na, kommen Sie schon, so viel? Ja. So, und du wirst jetzt erstmal deine Versicherung. Ihren Personalausweis und Ihre Versicherungskarte. Klar, bitte sehr, Officer. So. Okay, 23 abgelaufen. Sie hat noch ein halbes Jahr. Aber die Versicherung ist seit einem Jahr drüber. 1 HB167. Okay. In erster Linie mal die Versicherung, die abgelaufen ist. Kein Versicherungsschutz. Sie bekommen ein Bußgeld wegen Fehlens einer gültigen Versicherung. So viel für so eine kleine Sache? Tja, was passiert, bezahlt ihr die Scheiße nämlich selber. Steigen Sie bitte aus Ihrem Wagen und gehen Sie auf den Bürgersteig. So, damit ist erstmal diese Karre aus. So, auf jeden Fall hat sie erstmal Alkohol gerochen. Da haben wir ja Alkohol gerochen. Das müssen wir jetzt erstmal checken. Sie darf eine Waffe tragen, ja. Und machen mal einen Test wegen Alkohol. Ich nehme nur schnell eine Probe, um zu sehen, ob Sie betrunken gefahren sind. So. Nö, gar nichts. Machen mal einen Drogentest. Ich werde eine Probe nehmen, um zu sehen, ob Sie vor der Fahrt Betäubungsmittel bekommen haben. Alles negativ. Wir machen mal eine Durchsuchung. Nehmen Sie bitte langsam die Hände hoch. Ich werde Sie durchsuchen. Ist ja Verdacht. Vielleicht hat sie ja doch irgendwas mit dabei. Springmesser. Sie sind Tschüss. Festgenommen, da Sie ein Springmesser mitführen. Bitte, tun Sie das nicht. So, damit ist das schon mal gegessen. So, und jetzt suche ich mal ihr Auto. Irgendwas ist nämlich, vielleicht hat sie ja da... Ja, da könnte sowas sein, weil es ist positiv. Vielleicht ist ja mehr drin als irgendwas. So, versuchen wir es mal. Fahrzeug durchsuchen. Da hat Feuerwaffe, sie darf ja. Die hat ja einen Waffenschein. Aber das Springmesser durfte sie nicht mitnehmen. Kurz mal eben nach hinten gehen, an die Tür. Ja, jedenfalls müsste das auch. Darf sie auf jeden Fall. Darf sie jetzt mal schon in den Knast wieder? Fahrer. Warte mal, nee, Fahrzeug. Wurde zu laut, hat sie nicht gesagt. Okay. Ich brauche Verstärkung, um meine Person festzunehmen. Verstanden. Ich schicke die nächstgelegene Einheit an ihren Standort. Genau. Also ja, definitiv. Und damit darf der... Ein Auto muss abgesteppt werden. Schicken Sie mir einen Abschleppwagen an meine aktuelle Position. Jetzt geht der Motor. Ja. Und dafür haben wir beides positiv bekommen. Wir haben einmal wegen ihr die 15 Punkte bekommen. Weil sie... Ja... Ja, das können wir nicht. So, geht's rum. Genau. Guck mal, wir haben den ersten Graffiti-Sprayer.
Okay, weg. Ich muss nachladen. Halt! Polizei! So. Ich glaube, ich hätte sie anhalten müssen. So. Personalausweis bitte. Natürlich. Wollte, bitte schön. Ich habe die Pistole. Ich wollte die eigentlich gedacht, die bleibt nicht stehen. Deswegen war ich schon im Modus. Was ist der 12. Okay, die hätte noch ein bisschen. Warte mal. Durchsuchen. Ich muss sie durchsuchen, um festzustellen, ob sie etwas Illegales bei sich führen. Naja, wir wissen, dass sie auf jeden Fall was, dass sie gesprüht hat. Marihuana, Feuerzeug. Ja, Sprühdose, klar. Verstoß bestrafen. Anbringen von Graffiti. Ich werde Ihnen einen Strafzettel wegen Vandalismus ausstellen. Das macht zwischen 400 bis hin zu 1000 Dollar. Mein Anwalt wird sich darum kümmern. 400 bis 1000 Dollar. Naja, du bist ja auch geflüchtet, ne? Ich verhafte Sie, weil Sie vor einem Strafverfolger geflohen sind. Bitte, nein! So. Er ist noch nicht stehen geblieben. So. Verstoß bestrafen. Nee, sie kriegt. Ich brauche Verstärkung, um eine verdächtige Person festzunehmen. Ich wiederhole, Verstärkung benötigt. Verstanden. Die nächstgelegene Einheit wird an Ihren aktuellen Standort geschickt. So, damit hat sich das schon mal erledigt. Sag mal. Hi. Entschuldigung. Hey. Damit haben wir schon wieder. Ich bin gleich bei dir. Ich habe gerade in der Nähe geparkt. So, mal gucken, ob sie jetzt eingebuchtet wird, also, weil. Ich werde die verdächtige Person. Die andere steht nämlich doch drin. Begleiten mich zum Polizeiwagen. Keine andere Wahl. Die wuchtet die aber nicht ein, ne? Egal, komm. Oder? Ne. Egal, anderes Thema. Weiter geht's. Gar nicht ran. Na gut, okay. Brick and Mortar, haben wir das nicht eben schon gehabt? Aber toi toi toi, wir haben unseren ersten Graffiti-Sprayer. Wir haben sie zwar ein bisschen mit okay. Ich befreie sie gerade mal aus ihrer missligen Lage. Oh, guck mal, ein abgelaufener Parkour. Gut, wir haben jetzt eh Schicht, ne? Ich heiße, wir machen uns jetzt langsam zurück zur Polizeiwache. Die wäre jetzt hier vorne. Und dann machen wir Feierabend für heute. Warte mal, ich muss gehen. Oder doch andere Richtung. Yo! Yo, was geht ab? Hi. Warum? Jo. Scheint diesen bisschen zu mögen, diesen Pfosten. Burger Heaven. Oh, so ein Burger wäre jetzt geil. Ein richtig schön ordentlichen Burger. So, wir sind zurück in der Polizeiwache. Wir können nämlich ganz doll pünktlich Feierabend machen heute mal. Brauchen nicht überziehen. Und haben eine unserer Aufgaben heute gelöst. Nämlich, wir haben einen Graffiti-Sprayer übernommen. Gut, wir haben sie vielleicht mehr oder weniger ein bisschen zu rabiat geholt. Weiß wer. Ich hab gedacht, okay, die läuft weiter. Da habe ich gedacht, jetzt schießt ein Elektroschock auf die, aber scheinbar
Naja. So, ich warte jetzt kurz, bis die Schicht zu Ende ist. Ihre Schicht ist um, Officer. Kann ich hier nicht irgendwie feiern? Da. Kann ich. Gut, dann war's das. Für heute. Eine junge Dame mit einem Springmesser, die ein bisschen zu laut das Auto hat, und ein Graffiti-Spray haben heute uns gefischt. Warte mal. Was habe ich denn hier noch? Unrechtmäßig, hat oder die gesagt, die Deutsche? Okay, egal. Unrechtmäßig, was habe ich denn hier gemacht? Die Elektroschockpistole entladen. Okay, ja, das war ein bisschen zu schnell. Da habe ich gerade keinen Griechisch nicht. Gut. Wir sollen, würde ich sagen, wir wollen feiern. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann geht's weiter heute. Geht's weiter mit der nächsten Aufgabe. Bis dahin. Tschüss.